Hallo meine lieben Leute, da gab es wieder ein Kätzchen. Und ich hoffe, man hört es nicht zu sehr, ich bin ein wenig angeschlagen. Ich glaube aber, das hält sich noch in Grenzen bei der Stimme. Dementsprechend hoffe ich, dass ich euch weiter mit wunderschönen Gothic-Folgen beliefern kann. Bin jetzt auch wieder am Aufnehmen, obviously. Und dann schauen wir mal, dass wir das weiterhin täglich hinbekommen, ne? Hätte ich gesagt. So, jetzt ist die Frage, diese Banditen da, kann ich die klatschen? Will ich die klatschen? Werde ich die klatschen? Und vielleicht kann ich sie verarschen. Komm mal her. Magst du nicht? Jetzt bist du dran. Jetzt geht's zur Sache. Ja. Ich bin sehr verwirrt. Kämpfen die anderen jetzt gar nicht mit, sondern nur ich und er. Aber das sind doch feindliche Banditen hier. Oder? Also ich glaube schon, dass die feindlich sind. Ich mach dich fertig. Ich find's gut, dass ihr mich aber eben euren Kumpel verprügeln lassen wolltet. Das ist eine Misere gerade. Eine nicht so gute Situation. Oh Gott. Oh! Er hat's geschafft. Okay, Numero Uno. Also solange ich sie so verarschen kann, ist das nice. Das ist gut machbar. Problem ist, dass jetzt zumindest zwei da drin sind, die ich nicht anvisieren kann. Wenn ich es irgendwie hinkriegen könnte, die dadurch anzuvisieren, könnte ich sie auch dadurch schlagen, aber geht nicht. Hallo? Hallo? Steck die Waffe weg. Elbridge, beruhig dich. Meister Torben schickt mich. Okay. Oh. Epischer Schlagabtausch. Okay, zwei Stück noch. Die könnte ich theoretisch auch gleichzeitig machen. Dann würde ich 8 Jahre dafür brauchen, aber es wäre theoretisch möglich. Warte mal, kann ich dich triggern, indem ich dich so treffe? Ja. Na komm, du schaffst das. Oder du hängst jetzt am nächsten. Was macht er denn da hinten? Könntest du deine morgendlichen Gymnastikübungen auf wann anders verschieben? So. Mr. Bandit. Irgendwie ist es so am effektivsten gegen die. Mich würde auch mal gerne wirklich interessieren, wie die KI programmiert ist, weil es gibt ja definitiv deutliche Unterschiede zwischen den Kampfstilen der Leute. Also, ob das quasi an den... Hier stehen ja immer Prozentanzeigen. Ob das quasi daran gekoppelt ist, so. Einer mit 40% kämpft so, einer mit 50 so, einer mit 60 so. Weil die haben ja jetzt einfach immer nur einen Schlag gemacht oder diesen Sturmangriff. Was anderes haben die nicht gemacht. Aber es gibt durchaus welche mit Kämpferrang, ne? Ab 30%, die halt komplett anders kämpfen oder richtig, richtig eklig zu bekämpfen sind. Oder Orks, da gibt es ja auch welche, die schlagen immer dreimal zu und dann gibt es welche, die schlagen ein- oder zweimal zu und haben den Sturmangriff. Also das ist echt interessant. Dem Himmel sei Dank, die Banditen sind erledigt. Du hast mein Leben gerettet. Wer bist du?
Mein Name ist Elfrich. Ich komme aus der Stadt. Meister Torben hat mir erzählt, dass du verschwunden bist. Diese miesen Kerle haben mich hierher verschleppt und mich hier gefangen gehalten. Was genau ist dir passiert? Ich war auf dem Weg zu dem Treffpunkt, den ich mit meinem Mädchen ausgemacht hatte. Ihr Name ist Lucia. Wir hatten den Plan, in die Berge zu verschwinden, weg von der Stadt und allen, die dort leben. Ich war gerade am Treffpunkt angekommen, als plötzlich einige dieser Banditen aus dem Dickicht kamen und uns beide gefangen nahmen. Ich habe mich natürlich gewehrt, aber es half nichts. Es waren einfach zu viele. Du hast sie nicht zufälligerweise gesehen? Nein. Erzähl mir von Lucia. Ein Mädchen aus dem Hafenviertel. Sie hat für diesen Fiesling Bromor gearbeitet. Sie ist sehr hübsch. Danke. Was wollten die Banditen von euch? Manchmal konnte ich sie nachts belauschen. Ich habe nicht alles verstanden, aber ich glaube, sie wollten uns versklaven. Dam, dam, dam. Wohin wollten sie euch bringen? An einen Ort hier irgendwo auf der Insel Korinnes. An einen dunklen Ort, fern von hier. Ich denke, man kommt nicht ohne Schiff. Die Minen Morias. Sie haben mich zu einer Anlegestelle an die Küste gebracht. Dort lagerten einige Piraten. Einer der Banditen ging voraus, um mit den Piraten zu verhandeln. Es gab ein heftiges Streitgespräch zwischen ihnen. Oh oh. Ich glaube, dass der Bandit mit mir zusammen von den Piraten übergesetzt werden wollte. Die Piraten sind aber nicht darauf eingegangen. Kurzerhand haben sich die Banditen hierher zurückgezogen und seitdem saßen wir hier herum. Sie schienen ziemlich ratlos zu sein. Und dann bist du gekommen. Wo ist diese Anlegestelle der Piraten? Sie ist nicht weit vom Hafen von Korinnes entfernt. Wenn du auf der Kaimauer stehst und aufs Meer hinausschaust, musst du nur in ein Boot steigen und rechts die Küste entlang fahren. Die erste kleine Bucht, die du dort findest, das ist die Anlegestelle, die ich meine. Piraten in Korinnes? Ich weiß nicht sehr viel über sie. Bei der Anlegestelle habe ich das erste Mal überhaupt einen von ihnen gesehen. Sie halten sich immer im Hintergrund. Jeder von ihnen ist ein gesuchter Verbrecher in Korinnes. Sie haben Angst vor dem Galgen. Deswegen wirst du niemals einen von ihnen in der Stadt antreffen. Stimmt nicht. In der Stadt werden eine Menge Leute vermisst. Von Vermissten weiß ich nichts. Ich kann dir nur das sagen, was mir widerfahren ist. Naja, du bist vermisst. Wo ist Lucia jetzt? Auf der großen Feldkreuzung vor Onas Hof haben sich unsere Wege getrennt. Die Banditen haben Lucia in den Wald hinter Sekops Hof verschleppt. Innos möge sie beschützen. Bromor sagte, Lucia hätte eine goldene Schale mitgehen lassen. Tja, wenn Lucia wirklich Bromor bestohlen hat, dann werden die Banditen ihr das Ding abgenommen haben. Du solltest machen, dass du wieder in die Stadt kommst. Was denkst du, was ich mache? Ich gehe direkt zurück zu meinem Meister Torben. Wirst du nach den Banditen suchen? Tja, ich denke schon. Wenn du Lucia finden solltest, bring sie sicher in die Stadt, ja? Ich werde sehen, was ich tun kann. Okay, hatten die jetzt das tatsächlich dabei? Ne, das sind Blutkelche. Sind aber auch keine Schalen gerade. Wenn, dann ist es vielleicht in eine der Truhen. Oh Gott, es regnet jetzt. Das ist immer so lustig, wenn man schläft, damit es heller ist und dann... It's raining cats and dogs! Wie man im England so schön sagt. Okay, das ist einfach eine Bolt. Okay, jetzt reicht's aber. Wie viele Dietriche habe ich denn jetzt noch? Ich habe an der Truhe gerade 700 Dietriche verloren. 21. Gut, dass ich welche gekauft habe. Habe ich eigentlich oben beim Wasserfall den Schatz mitgenommen von Greg? Ich muss nochmal hoch, weil ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ob ich das in der letzten Folge gemacht hatte. Ich habe irgendwie im Kopf, dass ich es nicht hatte. Kann aber sein, dass ich es hatte. Und jetzt umsonst lauf. Aber es ist nicht weit. Ist doch gleich erledigt. Und ich kann wieder an dem Innerschrein beten, der da ist. Aber eigentlich wäre das ziemlich blöd, wenn ich ja hier war, nicht diese 2 Meter da auch noch rechts zu gehen. Aber blöd ist mein zweiter Name, ne? Wisst ihr, wusste ich doch. Also,
ich hatte es halt im Kopf oder im Gefühl, dass ich da noch nicht war. Doch war ich. Okay. Siehste, sag ich doch. Okay. Gut. Dann runter. Aber lustig, dass man das sogar nochmal abbauen kann, obwohl man es schon hat. Das ist lustig, wenn man jetzt ein bisschen im Kopf hat, wie es bei Odyssey war. Wie die Gebiete da waren und was da halt wo war. Diese Degen sieht man gar nicht. Kann ich natürlich nur jedem ans Herz legen, ne? Wenn noch nicht gesehen. Gothic Odyssey. Muss nicht unbedingt mein Let's Play sein, kann auch ein anderes sein, aber ist guckenswert. Wolfszahn, ich brauche echt eine längere Einhandwaffe. Am besten wären fast dieses grobe Breitschwert, heißt das glaube ich, was die Milizen tragen. Da bräuchte ich 40 Stärke dafür. Macht ein bisschen weniger Schaden, das macht glaube ich auch 40 Damage. Aber es ist halt deutlich länger. Gefühlt die doppelte Reichweite. Na komm her. Ausgewichen! Ach ja, die Söldner. Dort werden wir einige wiederfinden, die meinen Stahl schon geschmeckt haben. Waffe wegstecken, um sie zu looten, aber die haben nichts. Die Zangen könnte man denen später wegnehmen. Okay, du stackst. Dann mach ich erstmal deinen Kumpel hier. Oh. Hat er persönlich genommen. Dafür habe ich ihn getötet. Lurker nehme ich definitiv nur einen. Nächstes Level Up dauert nur ein bisschen. Aber ich habe auch 20 Lernpunkte, also von daher. Der Kampf gegen die Lurker kann definitiv schöner laufen. Boah. Manchmal echt schrecklich, wenn man hängt und eigentlich zurück ausweichen will und der Charakter dann halt blockt. Das ist dann auch einer dieser typischen Momente, wo man weiß, jetzt werde ich verprügelt. Okay. Ist natürlich sehr befriedigend, wenn das passiert.
Eigentlich ist dieser Schlag echt dumm. Dieser Charge-Angriff. Man bekommt eigentlich danach meistens einen Schlag ins Gesicht. Es ist ganz selten so, dass es nicht der Fall ist. Es kann schon sein. Ja, das hat er wirklich behauptet. Echt? Hat er? Wen haben wir denn da? Kenne ich dich nicht irgendwo her? Wer will das wissen? Ich bin Buster, einer von Lees Söldnern. Und du solltest lieber ein bisschen netter zu mir sein, oder ich ziehe dir das Fell über die Ohren. Mach doch. Also, was willst du hier? Ich kenne Lee. Jeder kennt Lee, das heißt gar nichts, klar? Im Moment redest du mit mir. Sei mir nicht so frech. Also, wohin willst du? Schon möglich. Ich bin auf dem Weg zum Großbauern. So, so. Gefährlich siehst du mir ja nicht gerade aus. One on one, ja? Willst du es mal testen? Oha, da bin ich wohl an den Falschen geraten, was? Stimmt, genau. Dann zeig mal, was du drauf hast. Ob das eine gute Idee war? Wie viel Leben hat denn der? 160, ja gut. Das ist easy. Das tat weh. Alter, sein Kumpel, oh ja, mein Fällig. Wehr dich! Wehr dich! Mach ihn fertig! Nicht schlecht. Ah, lustig. Lustig, lustig. Was hat denn das grobe Kriegsbeil? Ah, das war das, ja. Gut, eine andere Möglichkeit wäre es natürlich irgendwie noch auf 20 geschickt zu kommen, ne? Hast du eigentlich irgendwas zu sagen, was vielleicht interessant ist? Was gibt's Neues? Du hast gerade Basse verprügelt. Oh, danke. Aber frag mal in der Stadt nach. Ich glaube, die haben bald nichts mehr zu fressen. Das nächste Mal werden wir Wer ja hat sehen. Dir das sagen? Lee ist unser Anführer, Tarloff ist seine rechte Hand. Die meisten Männer folgen ihm, denn er hat sie schon damals in der Kolonie angeführt. Und dann ist da noch Silvio. Er ist mit seinen Männern aus den Bergen gekommen, nachdem Lee hier ankam. Er und seine Leute sind nur ein kleiner Teil der Söldner, aber sie machen oft Ärger. Die Typen kochen ihr eigenes Süppchen. Und Silvio ist eine linke Sau. Also sei schön vorsichtig, wenn du ihn triffst. Ja, sehr unsympathischer Typ. Aber die Rüstung ist halt auch echt cool, finde ich. War damals auch eine der hübscheren Rüstungen. Er muss einfach mehr trainieren. Das musst gerade du sagen. Aber, naja. Er weiß ja nicht mal, wie er ein Schwert hält. Okay, okay, du bist der Bessere von uns beiden. Was willst du? Ich will mich den Söldnern anschließen. Wer so feste draufhauen kann wie du, sollte es hier nicht allzu schwer haben. Meine Stimme zählt zwar nicht viel, weil ich noch nicht lange dabei bin, aber wenn Lee mich fragt, werde ich für dich stimmen. Was eigentlich lustig ist, weil genau genommen ist er dabei seit damals in der Strafkolonie, auch wenn er da ein Bandit war statt ein Söldner. Gut, vielleicht hat er jetzt hier erstmal sich auf die faule Haut gelegt und nichts gemacht. I don't know. Aber voll der Good Guy, oder? Ich meine, ich verprügel ihn und er so, ey Digga, du hast es hier, glaube ich, nicht schwer. Ja, du bist krass. Machst die Leute fertig. Lee ist der Anführer der Söldner, oder etwa nicht? Stimmt. Hey, jetzt weiß ich auch, woher ich dich kenne. Du bist doch auch in der Kolonie gewesen. Ja, das war ich. Hab dich nicht mehr gesehen, als der große Knall passierte. Auch eine ganze Weile vorher nicht. Ich hatte andere Probleme. Du hast eine Menge verpasst. Seit wir zusammen im Knast saßen, hat sich einiges verändert. Was ist aus den Söldnern der Kolonie geworden? Nachdem die Barriere weg war, hat uns Lee aus der Kolonie geführt. Er sagte, wenn wir alle zusammenhalten, kann uns nichts passieren. Und er hatte recht. Es hat nicht lange gedauert, bis wir hier ein gemütliches Plätzchen gefunden haben. Der Großbauer bezahlt uns, damit wir die Milizen aus der Stadt verprügeln. Und das hätten die meisten von uns sogar ohne Bezahlung gemacht. Aber Ona füttert uns alle durch. Und wir können hier in Ruhe auf eine gute Gelegenheit warten, von dieser verdammten Insel runterzukommen. Ich will mehr über die Söldner und die Gegend hier rausfinden. Über die Gegend Eigentlich kann hat er ich ja dir schon nicht viel erzählen. Gutes erzählt. Da fragst du am besten die Bauern. Und was uns Söldner betrifft, wir haben eine ganz einfache Regel. Wer sich durchsetzen kann, der ist dabei. Ich glaube, du hättest das Zeug dazu, einer von uns zu werden. Aber nur, weil du in unserem letzten Kampf Glück hattest, solltest du nicht übermütig werden.
Es gibt eine Menge Jungs auf dem Hof, die noch eine ganze Ecke besser sind als ich. Sentenza zum Beispiel. Er bewacht den Zugang zur Farm. Leg dich bloß nicht mit ihm an. Ja, aktuell ist das keine gute Idee. Er wird dir Gold abknöpfen wollen, wenn du zur Farm gehst. Das macht er bei jedem Neuen. Und wenn ich du wäre, dann würde ich bezahlen. Das habe ich damals auch getan. Und das Gute daran war, dass er danach für mich gestimmt hat. Eine Hand wäscht die andere, hat er gemeint. Ich bin zwar all mein Gold losgeworden, aber es war sowieso nicht viel. Und am Ende war ich froh darüber. Ich habe mal gesehen, wie er einen Kerl verprügelt hat, der nicht bezahlen wollte. Danke für den Tipp. Nicht wahr? Denkst du, er ist dir was wert? Ja, komm, hier. Hier, nimm 5 Goldstücke. Danke, Mann. Jetzt kann ich mir heute Abend doch wieder einen brennen. Ich werde es dir nicht vergessen. Kannst du mir beibringen, besser zu kämpfen? Kann schon sein, dass ich dir den einen oder anderen Tipp geben kann. Einhand. Gut, das brauche ich jetzt nicht. Ja, also ich glaube, Sentenza schaffe ich tatsächlich noch nicht. Ich werde es wahrscheinlich probieren, weil ich ein Depp bin, aber denke nicht, dass ich ihn schaffe. Das hier ist deine Hütte? Ja, warum? Was stimmt damit nicht? Hast du keine Probleme mit den Söldnern? Solange ich sie bei ihren Geschäften nicht störe, lassen sie mich auch in Ruhe. Na fuck. Oh mein Gott, diese blöde Maus. Zeig mir deine Ware. Die Auswahl ist... Edles Kurzschwert. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Elixier für maximales Leben. 1500 Gold. Das ist kein Geheimnis. Muss ich im Hinterkopf behalten. Aktuell habe ich die Kohle nicht dafür. Omelette der Kraft wäre natürlich auch nicht bad für den jetzigen Zeitpunkt. Das habe ich früher auch immer gesagt. Und das war doch schon vorher klar. Stärkere Waffe anzuziehen. Ich könnte dir Sachen erzählen. Könntest du mir Sachen erzählen, ja? Das ist doch lange bekannt. Kompositbogen werde ich eh ewig nicht anziehen können. Den normalen Bogen eigentlich auch nicht. Jetzt könnte ich es mir leisten, den Trank. Aber vielleicht sollte ich ein bisschen Geld behalten. Ach komm, was weiß er damit? Das ist wirklich nicht mein Problem. Ah, lecker geschmackig, danke. Auch selbst wissen können. Das ist wirklich nicht mein Problem. So. Ich könnte dir Sachen erzählen. Ihr lieben Keiler. Wahrscheinlich wäre das Amulett der Kraft schlauer gewesen, wobei ich aktuell nicht mal eine Waffe hätte. Okay, jetzt kommen doch beide. Ich muss jetzt einfach nach vorne kämpfen. Okay. Manchmal ist Angriff die beste Verteidigung. Was ist der andere? Ah, da. Hier komm. Ja, fein. Oh, Pilze. Nam. Ich meine, damit kann ich eine verdammte Menge Geld machen. Ich habe auch in den Kommentaren gelesen, das wusste ich gar nicht, dass Constantino einem, wenn man Alchemie schon irgendwo gelernt hat, dass er einem das Weite beibringt. Das wusste ich nicht. Nice to know. Und, das hatte ich auch gar nicht mehr im Kopf, dass Sagitta einem einen anderen Trank beibringt als Constantino. Also da gibt es tatsächlich auch Unterschiede. Oh Gott. Oh. Gibt es tatsächlich auch Unterschiede. Jetzt muss ich rennen. Das werde ich aktuell nicht schaffen. Lasst's mal ab, ihr blöden Viecher. Eigentlich unlogisch, dass Untote von ihrem Ziel irgendwann ablassen. Man fängt bei Logik bei Untoten an. Mhm. Ich glaube, überlege gerade, wenn ich mir einen beschwöre, dann schaffe ich sie vielleicht. Dann können wir One-on-One machen.
Schauen wir mal. 75 Leben. Haben die auch 75? Die haben doch 100, oder? Bin ich jetzt doof? Ja, die haben auch 75. Du musst mir schon einen abnehmen. Boah. Also irgendwie... Du bist ganz schön nutzlos. Na, jetzt ja endlich. Gott. Oh. Die Waffe ist zu kurz. Welches ist meins? Das da ist nicht meins. Das war unangenehm. Hier auf 7. Ich hätte gedacht, dass ich sterbe. So wie dieses Goblin-Skelett. Also einzeln mit vollem Leben sind die echt gar kein Problem. Das ist echt gut machbar. Sind da noch welche? Ich glaube schon, ne? Eins? Wenn es nur eins ist, ist es okay. Ich sehe nur einen Feldräuber, aber das Goblin-Skelett nicht. Da sind zwei. Ah. Wie viel Schaden macht ein Feuerpfeil? An den habe ich schon mal getestet, ne? Oh, die haben irgendwas bekämpft. Okay. Ging gut. Naja, halbwegs. Ich kann mich jetzt mal mit Fleisch auf, wenn es nicht gebraten ist. Vielleicht Mana wieder voll, vorsichtshalber. Wen haben wir jetzt hier eigentlich? Victim Zorn, erst der Phönix stoppte ihn. Serano Ukara, der, der den Turm bewachte. Das ist ein Grabstein ohne Namen. Der auch. Das nennen wir sie beide John Doe. Jasmin. Isolde. Ich sollte weitergehen. Die haben diesen Feldräuber getötet. Die haben meine EP weggenommen. Ich habe noch einen Goblin. Einen? Ne, es sind wieder zwei. Ich meine, sonst verwende ich den Feuerpfeil eh für nichts. Manchmal bin ich mit der Kamera so hart überfordert, also im Sinne von, ich bewege die Maus
So, jetzt. Ich habe bei der Maus immer die linke Maustaste gedrückt statt STRG. Weiß nicht, das fällt mir besser, wenn ich links, sag ich mal, keine Anspannung in der Hand habe, weil ich STRG drücken muss. Und es sorgt halt dafür, dass ich dann ab und zu mal mit der Kamera hoch und runter komme. Deswegen stehe ich manchmal gefühlt so da. Wobei das auch gar nicht so schlecht ist, manchmal, weil man sieht dann ganz gut eigentlich die Schläge. So. Aber das ist nice, dann sind die Goblins hier weg. Das heißt, den Wald habe ich befreit vom Unrat. Also dieses Waldstückchen hier. Da unten müssten nochmal Banditen sein. Das ist ein Feldräuber. Ja, komm her. Ja, komm. Ja, fein. Okay, was war das? Wieso haben die eigentlich dieses Giftdrüsengeräusch? Die haben doch gar kein Gift. Noch ein Feldräuber. Okay, der ist richtig on fire. Voll der Hack hier. Okay, da sind Wölfe. Ich würde aber ganz gerne tatsächlich die Banditen wegmachen. Das Problem ist nur, ich glaube nicht, dass ich sie schaffe, außer ich nutze wieder ein bisschen Käse essen. Außer ich nutze wieder das Haus oder das Häuschen, das Zelt, wie auch immer. Ich probiere es mal. Jetzt bist du dran. Okay. Den konnte ich gerade anvisieren. Würde mich nicht wundern, wenn sie es auch schaffen, mich anzuvisieren. Wieder den epischen Kampf. Hey. Wie geht's dir? Alles okay bei dir? Ja, ne? Ganz gutes Wetter aktuell. Deine Freunde sind auch am Start. Ein bisschen grillen tut ihr, ne? Ist alles geil, oder? Dein Schaschlik-Messer hast du auch dabei. Ich befreie dich. Okay, vielleicht auch nicht. Ich meine, ich brauche so halt ewig. Wenn ich öfter treffen würde, dann würde es nicht so ewig dauern. Oh. Dein Kumpel ist offensichtlich etwas klüger als du. Ich meine, schaut euch das an. Also, der hat halt keine Reaktion auf das, was ich tue, sondern im Endeffekt wirklich sein festes Pattern, was er abgeht. Und dementsprechend kann ich ihn ganz leicht so fertig machen. Okay, du bist einfach komplett stuck. Okay, jetzt nicht mehr. Silberner Ring und Trank. So, nur noch du, mein Freund. Komm her. Das war's? Ja, das war's. Weidenbeere. Lucias Abschiedsbrief. Auch wenn ich den Namen eigentlich unter Lucia kenne, nicht Lucia. Aber das ist wahrscheinlich je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Oder von wo es halt kommt. Italienisch, Deutsch, auch wenn der Name im Deutschen, glaube ich, so gut wie gar nicht gebraucht wird oder benutzt wird. Silberner Kerzenständer, Gletscherquarz. Boah, meine Geschicklichkeit ist so
Bad. Bei jedem Misserfolg bricht der Dietrich ab. Hatten die jetzt Bromos Schale? Habe ich auch nicht geguckt. Ja, die hatten Bromos goldene Schale. Ich meine, hierhin ist Lucia ja mit dem Banditen verschwunden. Dementsprechend war da auch der Brief und eine Lieferung. Liebster Elridge. Ne, warte mal. Liebster Elridge, mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, wie leid es mir tut. Ich weiß, dass du es nicht verstehen wirst, aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es besser für uns beide ist, wenn du dir ein anständigeres Mädchen als mich suchst. Von dort, wo ich jetzt hingehe, werde ich nicht mehr zurückkehren. Vergiss mich, eine Dirne wie ich ist nichts für so einen aufrechten Kerl, wie du einer bist. Leb wohl. Da war doch noch... Ah, hier. Dieses Schreiben habe ich bei den Banditen hinter Sekops Hof gefunden. 15 Kurzschwerter, 20 Degen, 25 Laib Brot, 15 Flaschen Wein. Das war das letzte Mal. Die Sache wird mir langsam zu heiß. Fernando. So, Fernando. Du versuchst also deinen Geldbeutel ein wenig nachzuhelfen, indem du dem Bösen nachhilfst. Das ist nicht in Ordnung. Mal schauen, ob wir ihn dafür in den Knast bringen können. Also wir können ihn wahrscheinlich mindestens zur Rede stellen, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir das Ganze auch laut André dann sagen können. Ah, nee, lieber einen Wolf. Wobei wahrscheinlich eh, ja, wollte ich gerade sagen, kommt wahrscheinlich eh wieder der andere mit. Wolfsfell. Muss mir dann angewöhnen, die Felle zu verkaufen, die ich aktuell habe. Weil im Moment ist Geld gar nicht so schlecht. Ich muss an Gothic 3 gerade denken, wo ich das erstmal auf eine Blutfliege getroffen bin. Und mir so dachte, ja, die mache ich jetzt fertig. Und die vergiftet mich dann einfach. Und du hast dann ewig dieses Gift auf dir drauf und kriegst es nicht runter. Vor allem hast du zu diesem Zeitpunkt des Spiels, wenn du halt aus der ersten Stadt, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt, rausgehst, Richtung Berg, beziehungsweise Richtung Meer, aber halt den Berg hoch, nicht runter, dann ist da ja ein Leuchtturm. Und da ist eben die erste Blutfliege, die man trifft. Also zumindest ist das, glaube ich, die am nächstgelegene. Oh, da habe ich schon wieder vergessen. Da habe ich schon wieder vergessen, etwas lautlos zu machen. Ich entschuldige mich. Moment, das haben wir gleich. Und die hat mich dann eben... Jetzt habe ich da oben... Jetzt ist es weg. Die hat mich dann eben vergiftet. Und zu diesem Zeitpunkt des Spiels hast du eben nichts gegen Gift. Und dann stehst du... Oh, das sind Waage. No. Steuerung, Überforderung. Oh Gott. Boah, ich habe gerade 18 verschiedene Tasten gedrückt und keine war die, die ich drücken wollte. Oh, ich habe nur einen angelockt. Hey. Warte, ich brauche ewig. Ich glaube, er braucht nur einmal mich treffen, oder? Nein. Mehr als einmal. Pilze. Pflanzen. Aua. Doch, es kam aber auch gerade alles zusammen. Im Hintergrund war es nicht gemutet. Dann hatte ich irgendein komisches Ding. Habe ich aus Versehen gepullt. Während dem Pullen aus Versehen das Steam-Overlay geöffnet. Alles war am Start gerade. Sag mal, Varg, magst du jetzt bitte verschwinden? Danke. Blödes Viech. Okay. Also Waage sind momentan nicht mein favorisiertes Ziel, das ich bekämpfen möchte. Eieiei. Okay. Hab auch kurz geguckt, was es war. Ist nichts Wichtiges für mich. Kann ja doch sein, dass sich die Arbeit mal meldet oder so. Kam auch schon vor.